Hackendorf, Version 2, 3, 1 im LS15 zusammen mit den Breezy, den Tino, den Atta, Bugu und dann dementsprechend auch noch den Echtzeitverwirrte mit der Version 2, 3, 1. Das Geile ist über seine Anmoderation. Am Anfang noch, Hallöchen, meine Freunde. Und dann, hallo, Hackendorf. 2, 3, nee, 3, 1, nee, 3. Ja, kannst du mal bitte jetzt die Klappe halten, eine schöne Story erzählen? Ja, dann erzähl deine Story, du Bob. Ja, und zwar, ich so rumgeschlendert auf YouTube, ne, mit den Händen in der Tasche und hab mir so gedacht, tja, nichts zu tun. Schaust mal hier und dort in die Ecke und was sehen da meine entsetzten Augen? Da sehe ich auf einmal eine riesengroße Brust. Einfach nur eine Brust mit einem Nippel, so groß wie Mopedlampen. Ja. Was denn? So groß wie Mopedlampen. Auf jeden Fall. Ganz andere Rolle. Okay, Clickbaiting bestimmt. Egal, dich hat er. Mich hat er im Bann gezogen. Dich hat er, da klickst du drauf. Hab ich gemacht. Ja, scheiße war's mit Clickbaiting. Da steht da so eine Uschi, wo nur Dekolleté siehst und alles und da denke ich so, na, was macht denn die da? Und da fummelt die sich die ganze Zeit an den Möben rum. Und auf einmal schwenkt die Kamera runter und da hält die ihre Möben aber volle Sonne in die Kamera. Und das waren richtig große Biezen, also frag nicht nach Sonnenschein. Und ich so, hä? Was riecht sich da auf? Ne, ich verstehe es einfach nicht, ich muss bei GTA, wenn ich in den Stripclub gehe, muss ich die Nippel zensieren? Nee, musst du nicht. Ja, merkst du was? Dann machst du was falsch. Musst du. Ich habe drei Folgen, wo ich 15 Minuten lang im Stripclub abhänge und die alte mich vorweg dancen lässt. Ja, Leute, aber Video unsere kommen. Videos sehen ja welche. Ach, als Maul. Weißt du wie? Mit 30 Klicks, da interessiert das Reichkeit. Mit 30 Klicks. Die Klicks, die ich habe, hättest du gerne Abos. Was sagst du? Nix, war weiter. Auf jeden Fall. Was sagst du? Doppels hättest du gern. Was? Ja, du warst bei den Nippen. Auf jeden Fall, ja, da war ich gerade. Also, YouTube-Richtlinien habe ich so gedacht, okay, ist hier irgendwas geändert worden, keine Ahnung. Hält ihr auf jeden Fall ihr. Dann lese ich den Titel. Da stand irgendwas von Breastfeeding und keine Ahnung, also quasi. Was halt so die Frauen nach der Schwangerschaft halt mit den Kindern, wenn sie halt an der Brust gesäugt werden und so. Da hab ich gedacht, WTF, was ist denn hier los? Dann guck ich so und dann werden die an der Seite, rechts an der Seite, werden dir doch dann immer Videos noch vorgeschlagen. Ja. Ne, ähnliche Videos. Kennt ihr, wisst ihr? Ja, erzähl weiter. So, pass auf. Da ist ein erregierter Penis auf dem Thumbnail. Da denke ich so. Da klicke ich drauf. Da hab ich aber erstmal geguckt, ob ich hier auf YouPorn gelandet bin oder wirklich auf YouTube bin, ne? Also das hat mich kurz gestutzt. Da habe ich drauf geklickt. Oh nee. Doch. Da ist ein Kunde, der hält sein Lulu in die Kamera und dann macht er den da groß. Und zieht sich Kondom drüber und erklärt das. Oh, das ist auch also, gestattet. Ja. Nee. Doch, weil da, nee. Das gibt's ja gar nicht. Das geht ja an diese Dokumentationsschiene. Aber dir muss ja ein was bei diesen beiden, haben uns ja alle angesehen, aufgefallen sein. Das waren ja Inder. Was? Ja doch, das war eine indische Frau und das war ein indischer Kerl. Wenn du die also, Schweine und ich weiß, Milieu, nicht, weil du ein Pimmel! Ne? Das Land erkennst, weil außer dem Pimmel hast du nichts gesehen. Hast du nicht den roten Punkt über der Eier gesehen, Mann? Nein, aber an der Hautfärbung. Nein, ist das dein Ernst? Ja, wie du erkennst an die Farbe der Haut, die Land, das Land. Aussehen, allgemein so. Ja gut, aber in Inder... Die Dame hat auch diesen allgemeinen Formen und Gedöns halt... Ich rede, die Frau war ja auch zu sehen, aber der Mann... Ja, aber das Pimmel. Hat ja. Ja, aber das war auch 1:1 die gleiche Hautfarbe. Na, ich weiß es. Er hat vorne den Punkt gehabt auf dem Pimmel. Und die Inder haben immer den Punkt. Also es waren auf jeden Fall Inder, weil wenn du dich da weiter so solche Videos, da gibt es etliche auf YouTube. Das ist halt, also entweder sind die Richtungslinien in Indien anders, oder es zählt halt zur Dokumentation. Aber die können nicht anders sein, weil es gibt auch.
ein amerikanisches Video, da siehst du sogar Muschi und das zählt auch unter Tutorial. Man hätte diplomatischer ausdrücken können, aber... Sag doch Muschel. Muschel, okay. Irgend sowas. Vagina. Schäumche. Chefkoch! Hier ist einer. Chefkoch, kannst du doch mal direkt was mitnehmen hier? Könnte ich, ja, wenn du lieb bitte bitte sagst und ich bück's. Das wäre spitzenklasse. Habe ich schon erwähnt, dass du das halbe Feld ja stehen lassen? Habe ich schon erwähnt, dass du mich jetzt einfach mal abtanken sollst? Bitte. Oh, so, gut. Auf jeden Fall, Füße, du musst Muschel sagen. Okay. Du kannst dich einfach hier so vulgärer, das ist ja grauenhaft. Na, auf jeden Fall, ja, nee, das kann ja gar nicht sein, weil guck mal, Renny, wenn du es worldwide das Video zur Verfügung steht, dann kann ja nicht sein, nur weil es da andere Richtlinien gibt, weißt du, und bei uns darfst du es nicht hochladen. Dann wäre aber... Das würden sehr hoch drauf reagieren, also sprich, entweder nee, sehen aber, die das dort nicht sofort wissen, das ist die eine Sache, oder es ist halt wirklich diese Dokumentation, weil das, was Freezy eigentlich ansprechen wollte, diese Entwachsung in den Muschelbereich... Nee, das war Muschi-Piercing. Ja, dann war es halt Muschel-Piercing, Entschuldigung. Man merkt, dass seit drei Wochen bei dir nichts mehr läuft. Und, 4 Wochen. 4 Wochen, gut. Und es gibt aber halt auch Muschelentwachsung, das ist auch alles frei zur Verfügung. Das ist alles mit einer Altersbeschränkung gesehen und das sehen die halt so als Dokumentation. Ja gut, aber... Und da lassen die so ein bisschen... Gut, ich weiß jetzt nicht, was jetzt Dokumentation wertvoll ist, wenn da einer erklärt, wie man ein Kondom drüber zieht, weil das lernen selbst heute die Kinder in der Schule und das in der 5. Klasse. Aber doch nicht an dem echten Penis! Ja, die steht da nimmt da halt man so eine Banane, da nimmt man eine Banane oder sowas, aber man hält auch nicht sein Ding da in die Kamera und haut sich da den Gummi drüber und lädt das auf YouTube hoch. Was ist denn das bitte? Ja, unsere deutschen YouTube-Stars, die hätten eine Banane, die hätten einen Pimmel ins Thumbnail gemacht und eine Banane im Video gehabt. Also, na, aber, nee. das hätten die aber nur gemacht, wenn es in die Trends gekommen wäre. Stellst du dir das jetzt vor? Ja, wenn das Video in die Trends gekommen wäre, dann hätten das die großen deutschen YouTuber gemacht. Labern, ja. Ja, weil die doch alles nur nachmachen, was von den Amerikanern im Trend ist. Auch wenn das jetzt von in den Trends gewesen wäre bei uns in Deutschland, dann hätten die großen YouTuber, dann hätte ApoRed da die Banane genommen. Also ich wurde angeflaumt, dass ich immer Gronkh alles nachmache. Ah. Gronkh spielt nämlich Forest Village und da wurde ich ermahnt von jemand, dass meine Videos zwar gut sind und er die schon länger schaut, aber ihm fällt immer mehr auf, dass ich in letzter Zeit die großen YouTuber nachmache. Gronkh hat nämlich Forest Village vor 2 Tagen auch schon angefangen. Und da war ich zutiefst erschüttert, als ich das sehen musste. Ja, was fällt dir denn noch ein? Ja, nachmachen. Ich hab gedacht, das fällt nicht auf. Naja, nun ist es raus. Das war's. Werde ich wohl nie was mit Gronkh aufnehmen. Und dafür hast du doch dann bei Call of Duty Infinite Warfare ein Duel mit gerade. Warum? Achso, ist schon wieder abgesagt. Na, dann weiß ich auch. Was? Ein Duel mit wem? Mit deiner Mutter. Deiner Mutter? Mhm. Mit dem Supporter bei Call of Duty. Kann ich mir nicht vorstellen, dass deine Mutter im Support von Call of Duty arbeitet, ey. Spielt den Supporter, nicht ist im Support. Ach so. Das Problem ist nur, bei Call of Duty gibt's keinen Supporter. Jetzt schon. Naja. Weil sie dieses Klassensystem aus Battlefield jetzt kopiert haben. Das ist der das Schild hinstellen kann und sein Schild aufbauen kann und so. Ja, irgendwo ran müssen sie sich ja orientieren. So, ich würde jetzt ganz gerne, kriegen wir noch eine, oh Mann, wir haben kein Geld. Wo kriegen wir jetzt das schnellstmögliche Geld her? Ich hätte gern so ein Maisschneidwerk, dass ich oben den Mais bei den Fischen machen kann. Dann kriegst du es halt, was kostet ja, es denn? Aber wir hatten nämlich ein Maisschneidwerk. Das habt ihr das alte Sägewerk? Was sagst du? Ob ihr das alte Sägewerk schon habt? Nee. Hätte man immer mal ein Bäumchen hinschaffen können. Oh, Anti-Mate. Wenn ein Bauer höflich hupt, dann hupt man zurück. Ja, dann muss man mal so laut hupen, dass der andere Bauer das auch hört. Und nicht hier mal so jungfräulich hinten raus, so mäh. Mäh. So, findest du am Händlershop. Am Händler oder am Shop? Na, am Händler. Shop. Soll ich die Baumstämme jetzt zum Häckselwerk im Pelletwerk bringen, oder?
Na, wir haben Sägewerk. Die Baumstämme. Ja. Ich bin gerade da. Baumstämme ins Sägewerk und Häckselgut, also Hackschnitzel ins Pelletwerk. Das Problem ist, dass dieses Hackschnitzel, diese Hackschnitzelproduktion oben beim Pelletwerk eben also auch andere Ressourcen verbraucht. Wie Schmiermittel und Diesel und sowas, glaube ich. Ne? Ist denn gerade jemand frei? Hat gerade einer nichts zu tun? Ja, Icke. Hättest du vielleicht Bock, die Felder zu düngen? 1, 2 und 21? Ich muss aber gerade nicht. Ach so, ja. Dann müssen wir warten. Das kann ich machen. 1700 Liter Baumstämme nur noch im kleinen Sägewerk. Ja, ich komm. Ja, also Worte Empörung groß, dass du das gesehen hast und du es zum Abschluss zu bringen. Ja, also ich war wirklich schockiert, muss ich ehrlich sagen. Schniepelparade. Ich hätte nie gedacht, dass man sowas auf YouTube hochladen darf. Ich habe immer gedacht, YouTube ist hier übelst streng, aber YouTube ist gar nicht so streng. Und ich werde nie wieder meine Nippel, also nicht meine Nippel, aber die Nippel in GTA zensieren. Das ist mal fuck wie Sand der Kirche, ey, das sage ich euch. Nie wieder. Und wenn YouTube dann mein Video claimt oder irgendwas, dann schicke ich denen das Video einfach, wie da einer seinen Pimmel-Pullermann da in die Kamera hält. Ich glaube, ich spinne ja wohl, ey. Wird sich YouTube davon überzeugen lassen. Bestimmt. Ja, warte, das ist ja wohl mal ein Argument. Freezy, hast du Düngematerial da? Nee. Dünger steht oben am zweiten Hof, der ist so randvoll. Jawohl. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich bin 65.000 sind jetzt im Sägewerk. Jo. PewDiePie. Oh. Der kennt jeder, in Videospielen auch Pew 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 genannt. Pew, 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 Pew. Bei YouTubers Live war das so. Da hieß der doch Pew, Pew, Pew. Der hat ein Video rausgehauen, I'm broke. Was ich gedenke zu übersetzen bedeutet, ich bin pleite. Und ja, oder da ging es halt gebrochen. Darum, oder er ist gebrochen. Oder ich habe mich voll gebrochen. Oder er ist sich voll gebrochen. Eins von beiden auf jeden Fall hat er da so eine kleine Comedy-Show ist gemacht halt. Oder er ist oder eingebrochen. Hat eingebrochen. Oder er hat eingebrochen. Und da hat er eine kleine 6-7 Minuten Video halt rumgemacht, was ich nur größtenteils nicht verstanden habe, da Englisch. Aber es ging auf jeden Fall, er hat sich so spaßeshalber einen Patreon-Account gemacht, das ist sowas wie bei uns Tippi. Und hat dort halt so ein paar Goals gemacht, ne, für $1, ne, so gleich, du hast mich abonniert, für $7 kriegst du seinen Hund ausgeliehen und für $1 Million kriegst du ein Hallo auf Skype, für $10 Million folgt er dir bei Twitter und gratuliert dir zum Geburtstag und für $1 Million, keine Ahnung, was es da noch so gibt. Und da ist halt mal so ein paar Patreon-Accounts da so durchgegangen, was es da gibt. Und da gibt es tatsächlich eine amerikanische YouTuberin, die so 36.000 Abos hat, so rum. Und die macht solche schönen Videos, wenn du ihr donatest. Die ganze Videobeschreibung ist nur PayPal-Link und dann so Geldbetrag, was du dafür kriegst. Und dann kriegst du Videos von ihr zum Beispiel, wie sie im Hotelzimmer ist, leise flüstern tut. Und dir da halt schmutzige Sachen ins so leise flüstern tut. Und so was? Leise flüstern tut. Und so dir schmutzige Sachen ins Ohr halt. Und halt irgendwelche Tops so an der, ja, sind das Tops? Ja, dass solche Tops halt anzieht, ne? Und dir dann so zeigt und so. Oder halt, keine Ahnung, so dir eine schmutzige Geschichte mit ihren Füßen erzählt. Lauter so Sachen, das gibt so zwischen 5 und $500 kannst du dann aussuchen. Da hat sich die beiden lustig drüber gemacht und hat sich halt selber einen Patreon-Account gemacht. Aber sowas gibt's auch, oder? Das lässt Patreon noch zustimmen. Was hat die im Monat verdient? $2,000, $3,600? Monatlich? Also es gibt immer wieder welche, die da auf die Videos stehen. Ja, logisch. Ne? Kommt eben drauf an, was sie macht, ne? Ja, das Problem ist, es gibt so alles kostenlos im Internet. Ja. Es scammt da Leute dafür Geld aus, ich versteh's nicht. Ja. Das darfst du nicht erzählen, Alter. Nee, die Menschen denken, was? Hab ich ja noch nichts davon gehört. Ey, das sind wirklich, ist crazy. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas in Deutschland war, aber das ist dann eh für die nächste Folge, denn wir sind nämlich auch gleich wiederum fertig. Ja, dann gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat. Ich war gar erstmal nicht dran. Entschuldigung. Dann sind wir auch gleich boah, fertig. Boah, das ist hart, Mensch, das ist schon richtig toll. Das war aus Versehen. Jetzt kannst du bald mit deinem Ex-Freund zusammen tun. Ey. Müssen wir zwei uns unterhalten? Kannst du mal mitnehmen. So, Reddy, was jetzt?
Nee, wie gesagt, es ging ja eigentlich nur, ich habe ja nur so minimal angekündigt gleich, aber gut, Freezy hat halt überstürzt. Aber gut, jetzt ist es auch soweit, deswegen Däumchen da lassen, nicht vergessen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.